Willkommen zurück, perfekte und verbesserte Personen. Wir haben den letzten Fuß geschafft, Brink wieder zu beleben und wir wollen ihm viele Dinge zeigen, aber vorher zeigen wir ihm vielleicht mal Maggie oder sowas, ne? Vielleicht können wir die beiden zusammenführen. Ich habe mich jetzt 10 Minuten lang an diesen dummen Stromkabel da aufgehangen. Ich gucke erstmal was anderes an. Und da ist ein kleiner Funke, da kommt Strom raus und so. Ich dachte, ich könnte irgendwas verbinden damit. Konnte ich nicht. So, da unten war eine Tür, wo die ganzen Kristalle drin sind. Die süchtig machenden vielleicht. Die auf jeden Fall sehr starke Nebenwirkungen haben, außer dass man sich besser fühlt. Das sind alle, das ist quasi der Effekt von Drogen, ne? So, Magie. Ah, guck mal da, Brink. Fossilien. Hast du als Top-Archäologe was zu machen? Ich weiß, du bist kein Paläontologe oder sowas, ne? Aber guck mal. Keine Meinung? Hm? Schick. Willst du mal Dinge groß sehen? Guck mal, da ist allein groß. Okay. Widerlich. Hey Brink. Glauben Sie? Brink. Brink, wo sind Sie? Na toll. Brink, antworten Sie mir. Brink, können Sie mich hören? Und er war nie wieder gesehen. Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Oh, Mosch ist doch ein tolles Deo. Hallo, Freund. Ich glaube, dich möchte ich in diesem Zustand nicht zurückholen. Ach, das ist ein Rätsel, okay. Ja, ich kenne Rätsel. Ich kann Rätsel. Ist das ein Becken? Wo ist er da hinten und vorne? Hm, machen wir mal Lucky Lucky. Wir haben noch ein Fossil. Das ist vielleicht genau das gleiche, was das Ding ist. Vielleicht. Ja, was sollte das sein? Das ist der Kopf. Beinchen nach vorne gerichtet. Dicke Beinchen hinten. Yes. Aha. Puzzlezeit. So gehört es sich für Abenteuerspiele. Nicht meckern. Wenn ihr das überspringen wollt, dann benutzt eure magischen YouTube-Fähigkeiten und tut das. Ich muss sie jetzt durch. Also hier kommen erstmal kleinen Beinchen mal da. Hier liegt im Weg. Der Kopf muss nämlich dahin. Ich glaube, dass das der Kopf ist. Das Ding war hinten dran. Wo ist der Schwanz? Muss mal da rein. Jetzt haben wir hier Beinchens. Gerippe packen wir mal passend gerippemäßig da rein.
Kann ich euch nicht überlagern? Kommt da mal raus. Da. Nicht? Da? Das sieht falsch aus. Naja, es hält immerhin. An dem Ding ist ein Beinchen dran. Sieht aber auch falsch aus. Die kleinen Beinchen waren vorne. Machen wir das mal so. Passt das daran? Nö. Das könnte passen. Das sieht gut aus. Genauso gut wie ihr. Packen wir mit den Sachen an, die wir wissen. Große Beinchen sind irgendwo hinten, ne? Noch große Beinchen. Das ist ein bisschen overlappend hier gerade. Hast du ein großes Beinchen? Sieht noch Wirbelsäule aus. Da, 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 da. Und ihr so? Oder habt ihr zuletzt ein Skelett zusammengebaut? Wie war das denn so? Passt, muss ich dann halt am Stück versetzen, wenn das irgendwie falsch war. Das ist ein Beinchen an der Wirbelsäule dran, das ist gut. Auch gut. Hier fehlt eine ganze Menge zwischen, aber das kriegen wir vielleicht gefüllt. Da ist eine Lücke, das ist vielleicht falsch. Ein kurzes Beinchen können wir vielleicht... Das ist kein Bein. Das ist ein Bein. Die kleinen Beinchen mit ihren Schaufelbeinchen waren nach vorne. Was bist du? Ach, du gehörst dahin. Du bist ein Zweiteiler. Wir können eine Trilogie draus. Muss so rum. Die kurzen Beinchen waren vorne, ne? Kommt eine Sache näher, glaube ich. Gut. Lebe. Lebe. Wow. Ich fühle mich super. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt! Also entweder sind die wirklich nicht für alle Kreaturen gedacht, oder ich habe was falsch gemacht. Der Knochen liegt da, wo sie hingehören, ja? Mach's nochmal, Nussknacker. Okay, wir kommen darauf zurück. Wir wollen es ja nicht hier... Strecken. Ich strecke nicht, meine ich. Das war aber alles so, wie ich das am Dachten war, denken war. Das kleine vorne, Köpfchen dahin. Das ist ein Beinchen dahin, kleine Beinchen dahin. Kam mir gleich komisch vor, dass da Lücken dabei sind. Okay, wir gehen nochmal hoch. Ich möchte mal was gucken wegen diesen Dingern hier. Klappe da aufmachen. Seltsames Gerät, Linse. Ich kann sie nicht öffnen. Cool. Kann ich mir das Ding selbst ansehen? Oh. Geht. Gut. Nein, bleib doch mal da. Super. Super duper? Passiert was? Was passiert da? Das ein Symbol sein soll, von wegen steh mal davor und drück dann Knopf. Also Köpfchen, hier Beinchen und so, ne? Oder Knopf drücken. Ist das ein sehr umständliches Piktogramm? Oh. Ich wollte was anderes gucken, aber das ist auch ganz verlockend. Das leuchtet, also kann ich gehen. Da bin ich. Krass Format.
lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Du, selbst wenn ich wüsste, dass das Ding getragen ist, würde ich nicht darauf laufen wollen. Was haben wir jetzt gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Da. Was bist du? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Behälter. Das wird nichts bewirken. Das bringt nichts. Cool, wir haben einen Weg zu einem leuchtenden Kristallding über der Ebene gebaut. Das war wichtig. Super gemacht. Wenn wir das jetzt ändern, kann ich die Linse verdrehen? Kann ich woanders hingehen? Nur ein bisschen justieren. Nein, es gibt nur diesen Weg, verstehe. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Wenn's beim ersten Mal nicht klappt. Und go. Gut, wir haben einen Weg ins Nichts. Toll. Also, wo ist denn das Ding? Ich wollte mal gucken wegen dem Kanister. Kanister, Kanister. Ich glaube, das Ding hat mich einen kleinen Knalleffekt, wenn man möchte. Ah, das ist so ein großes Ding. Das schwebt da so rum. Ach, das ist das Wiederbelebungshinweis. Hat's alles fein gemacht. Gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Ding psychopathische Anwandlungen hervorrufen kann. Es muss also doch gut sein. Dann warst du's. Hier war es mit der Beerdigung, ne? Oder was da mit der Beerdigung? Irgendwo gab es hier was mit einem Sprengding. Was sind die Kleinen an der Seite? Und sie werden größer. Stellt der Pfeiler im Hintergrund vielleicht einen dieser Sockel da, auf dem wir sind? Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Ja, das ist meistens so. Andersrum kommt selten vor. Oben war, glaube ich, Bibliothek. Oben war, glaube ich, jetzt der Hinweis auf diesen komischen Kanister, den ich habe. Da ist er. Kannst du nehmen, dann hast du eine Hand. Wo geht's zu dritt? Kannst du wo reinpacken? Bumm! Das ist, was ich mir. Man kann das Ding als Bombe verwenden. Und ich habe eine Idee, was wir machen können. Vorsprecher mit Maggie. Na, weiterkommen. Tag. Ja. Lass uns reden. Robbins. Ah, wir können mehr reden. Naja, zumindest über die Lichtbrücke. Sie werden nicht glauben, was ich entdeckt habe, Maggie. Glaube ich nicht. Die Insel im Zentrum und die Felsen sind nicht nur durch Unterwasserbahnen miteinander verbunden. Es existieren auch noch Lichtbrücken, die von den Inseln zu einem transparenten Kristall im Zentrum führen. Eine Brücke aus Licht? Mhm. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber es ist wahr. Ihre Technik ist unserer so weit voraus, dass mich gar nichts mehr wundert. Und deswegen langweilt mich alles, was Sie entdecken. Haben wir noch was weiteres? Haben Sie diesen Jungen gesehen? Was? Nichts. Danke. Danke. Ich glaube nämlich, dass das Ding, was wir haben, ist eine Bombe.
Der Kanister meine ich, den wir haben. Nur wir müssen das Kanister, den müssen wir füllen. Wir müssen Kanister füllen. Ich glaube nämlich, das Meerestier, was wir hier sehen, ist eventuell ein Problem. Aus Gründen, weil wir können ja hier was machen damit, ne? Aber erstmal bauen wir wieder ein Meerestier zusammen. Jetzt. So, ihr kommt zur Seite, weil Köpfchen kommt oben hin, ne? Köpfchen muss dahin. Das könnte beides passen. Man lockt hier bei beiden. Geht bei beiden fest, ne? Na, vielleicht nicht so. Sieht mehr wie so ein Becken aus für mich. Ich darf auch nicht von irdischen Wesen ausgehen, ne? Das passt aber auch ganz gut. So, Schwänzchen. Das geht einfach. Wo ist denn das andere Ding? Das ist auch Schwänzchen. So rum? Nein. So rum. Das sieht gut aus, ne? Ja, das sieht gut aus. Richtig knaft sieht das aus. Das ist falsch wahrscheinlich. Das passt ganz gut und ist lückenlos. Lückenlose Verschlusssache ist hier gut. Ich denke, dass du dahin gehörst. Ach, hier war andersrum, genau. Habt ihr ja gesagt. Habt ihr ja immer gesagt. Lautstark. Na was? Das kommt so rum, weil... Da, das passt nicht. Lücke darf nicht sein, denke ich. Das zweite Hinterpfötchen. Dich muss ich... So rumdrehen? Es ist zusammen auf jeden Fall. Was gegen meine Theorie mit dem, wir müssen eine Bombe an die Bildkröte bauen, spricht, ist, dass wir keinen Knopf haben, um das Inventar auszuwählen. Wie viele Beinchen hatten das Ding an der Seite da? Kleine Beinchen kommen dahin, ne? Das sieht ja falsch aus. Komm her. Nein, Beinchen nach vorne. Kommst du da rein? Seht ihr einen Fehler? Das ist ja eng zusammen. Das könnte ein Fehler sein. Ich könnte vorher speichern. Verrückte Idee, ich weiß. Speichern. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das war ein toller Personenmensch, der sich das ausgedacht hat mit dem Speichern. Quetschen wir mal das Ding aus. Trennen! Na gut. Verdammt. Klack. Auch klack. So, das ging schnell. Denn wir haben eine Technologie. Ist das um falsch rum? Ist der Knochen ja falsch rum? Das ist nicht ganz richtig, wo es hingehört. Menschen, wo ist der Fehler? Das ist ein bisschen tiefer vielleicht. Sitzt du falsch? Nein, du hast auch so einen Beckenknochen da. Das kann man das tiefer setzen. Das ist auch nur daran fest. Bist du rum, falsch rum? Sehen wir gleich. Denn wir haben die Technologie. Ja. Zurück. Und wiederbeleben. Mit...
Wiederbelebungsektoplasma. Renne mal, guter Boston Low. Auch nicht so richtig. Verdammt. Was mache ich falsch? Verdammt, verdammt, verdammt. Genau, was mache ich falsch? Doch, alles im Panzer drin. Das sieht einigermaßen schön aus. Alles da, wo es hingehört. Die Beine überlappen nicht mehr. Die gehören daran. Hilft jetzt nur eins. Speichern. Und nochmal Suppe drauf. Ja. Suppe macht Spaß. Suppe ist gut. Kauft Suppe im Glas. Suppe macht Mut. Hier. Ektoplasma. Boah, ich... Mach's nochmal! Widerlich! Na? Ich glaube, er ist immer noch hungrig. So, und deswegen habe ich gespeichert. Zurück. Jetzt gucke ich nämlich, kann ich daraus eine Bombe bauen? Sprengkanister. Es fehlt nur eine winzige Kleinigkeit, um dich zu vollenden, mein Freund. Wie wäre es mit einer außerirdischen Bombe? Ja, genau das wollte ich machen. Gut. Ich freue mich gerade vielleicht ein bisschen, das fällt auf. Nein, ich bin professionell. Keine Gefühle. Hör auf! Bumm! Frag mich nicht, wozu es gut war. Aber es hat Spaß gemacht. Nächstes Mal finden wir es vielleicht heraus. Danke fürs Zusehen.